Megafon 95, Ausgabe 32. Der Fortuna Podcast von Projekt Megafon. Hallo, ihr Lieben, und willkommen bei Megafon 95. Ein schönes Intro gehört. Und die Themen der heutigen Folge sind Bormut ohne Chance, schlechter als Relegation, kaum noch möglich. Wir sprechen über das letzte Spiel gegen Arminia Bielefeld und natürlich geben wir einen kleinen Ausblick auf unseren nächsten Gegner, Darmstadt. Erstmal moin, Micha. Moin. Ihr findet uns in den Social Media, in Facebook, Twitter, Instagram, da findet ihr die Links auf YouTube, in den Beschreibungen und wenn ihr das über einen Podcatcher hört, dann auch über die Shownotes. Wäre super, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder ein Abo oder uns gerne auch auf iTunes bewertet. Es würde uns super helfen und wir werden uns super darüber freuen. Kurze Erwähnung, wir wollen nicht lange darüber sprechen. Hoffmann war im Spiel nicht dabei, der hat einen Hodenriss. Lukas Schmitz fehlte nach der Grippe durch Trainingsrückstand. Gökhan Gül hat eine Stressfraktur im rechten Unterschenkelkopf. Noch aus dem Trainingslager, das ist schon Ewigkeiten her, also der ist immer noch verletzt. Michael Rensinger hat Trainingsrückstand, soll aber nach der Länderspielpause tatsächlich auf der Bank sitzen. Micha, ist doch schon mal eine positive Nachricht, oder? Ja, was Rensing angeht, auf jeden Fall. Und ich würde es ihm auch wieder gönnen, auch mal im Kader zu sein wieder. Die Startelf waren 4-2-3-1. Neuhaus war für Hoffmann drin. Wie gesagt, der war verletzt. Gehen wir heute mal direkt ins Spiel. Chaos Fortuna, Feder Wolf, 0-1 Bielefeld. Die Flanke kommt halt irgendwie in den Strafraum, der wird irgendwie abgefälscht. Sobotka passt nicht auf, Bolzek passt nicht auf. Wolf rennt irgendwie raus und ja. Bielefeld erschiebt ihn ein. Bielefeld wollte das Tor, zumindest war, was wahrscheinlich geplant ist, der Stürmer auf jeden Fall in diese Lücke reinläuft. Aber ja, das hat zum Einzel kommt, durch irgendwie so ein bisschen Chaos war dann irgendwie unnötig. Ja. Du warst selber Torwart. War es ein Fehler von ihm oder sagst du einfach so, meh, passiert? Ja, wenn er rauskommt, muss er ihn haben, ne? So ist das. Das ist, also deswegen, wenn er im Tor, wenn er auf der Linie stehen bleibt, dann macht ihm keiner, glaube ich, einen Vorwurf, aber so kommt er halt raus und hat den Ball nicht, also das ist seine Schuld. Aber es dauerte nicht lange, dann gab es 1-1, Tor von Hennings nach hartem Zweikampf von Fink und einem sehr, sehr guten Pass schiebt Hennings den Ball dann zum 1-1 ein. Micha, du warst im Stadion, wie habt ihr das Tor erlebt? Überragend eigentlich, Fink holt, gewinnt einen Zweikampf am Mittelkreis, spielt dann praktisch einen verzögerten spielt dann den Ball dann auf Hennings, kriegt den Ball dann in den Lauf zurück von Hennings und legt ihn dann halt nochmal quer zurück auf Hennings wieder. Und Hennings macht eigentlich einen komplett unplatzierten Schuss, aber halt einfach nur gegen die Laufrichtung vom Torwart und im Vollspann. Ja, war eigentlich, wie gesagt, kein guter Schuss, aber gegen die Laufrichtung vom Torwart und da sah der Torwart auch nicht überragend aus, sage ich mal. Und in der 38. zeigt der Usami, warum man ihn für die Nationalmannschaft nominiert hat. Er hatte dann super Zusammenspiel mit Hennings. Der versucht den Ball dann aber irgendwie zu nah am Keeper ranzuspielen, statt ihn vielleicht nochmal reinzulegen oder irgendwie höher zu spielen. Trifft er dann den Keeper, ein bisschen unglücklich, 41. Neuhaus nimmt den Ball im eigenen Fünfer und spielt ca. 2,5 Spieler im eigenen 16 aus, bis der Ball irgendwie weggeklatscht wurde. Ja, das war eigentlich eine überragende Aktion vom Neuhaus. Also, ich sag mal so, normalerweise packe ich mir da einen Kopf und denke mir so, boah, klär den noch einfach, aber der nimmt den Ball an, dribbelt den ersten aus, dribbelt den zweiten aus, guckt dann hoch und klärt dann, weil der sieht, niemand ist da, um einen Kurzpass zu machen, deswegen hat er dann geklärt. Und war halt eine Aktion, die halt zeigt, was er für eine Qualität hat. Ich weiß, wir sind hier nicht im München-Gladbach-Podcast, aber denkst du, er hat tatsächlich nächste Saison eine Chance, in der ersten Elf der Borussia zu stehen? Oder bist du der Meinung, wie ich, dass da einfach zu viel Personal ist, was vor ihm rankommt in Gladbach? Ja, vielleicht nicht als vielleicht wird er nicht als Stammspieler spielen, aber er wird Mönchengladbach auf jeden Fall bereichern. Als junges Talent, das halt immer mehr Spielzeit bekommt und dann irgendwann als Stammspieler, vielleicht nicht nächste Saison, aber vielleicht übernächste Saison dann als Stammspieler spielen wird. Kommen wir in die 50. Minute, Micha. Vielleicht kannst du uns erklären, wenn wir über dieses Freistoßtor sprechen, wie man als Torwart es beigebracht kriegt, eine Mauer zu stellen. Weil die war in diesem Fall komplett unnötig, weil der Ball tatsächlich in die Mitte des Tores ging und meiner Meinung nach Wolf den Ball auch hätte halten müssen sogar. Ja, ich bin auch der Meinung, dass Wolf den hätte halten müssen, aber das ist halt so dieses,
man kann auch zu viele Spieler in eine Mauer stellen. Und da waren in dem Fall hat er halt zu viele Spieler in die Mauer gestellt, weswegen er halt keine Sicht mehr auf den Ball hatte und dann konnte der Ball halt so eigentlich relativ unplatziert mittig reingehen, ohne dass Wolf ihn halten konnte. War es einfach ein schlechtes Spiel von ihm? Oder denkst du, ihn macht die ganze Sache mit dem HSV und dem Abstieg und mögliche Wechsel im Kopf nervös? Sodass wir vielleicht doch früher eine Rückkehr von Michael Rensing sehen, als es vielleicht geplant ist. Ja, das war jetzt so sein erstes Spiel, wo er nicht ganz so gut aussah. Aber ich sag mal so, es waren jetzt auch keine Dinger, wo man sagt, das sind hundertprozentige, die man eigentlich halten muss. Sondern es waren so Dinger, wo man weiß, ja, an einem guten Tag hat er die. Oder an einem normalen Tag hat er die, sag ich mal. Und in dem Fall war der jetzt halt, unterdurchschnittlich war das Spiel von ihm. Aber die Mannschaft hat sich dann revanchiert, weil Wolf hat auch oft genug die Punkte geholt. Und diesmal hat halt die Mannschaft die Punkte geholt, die Wolf eigentlich verspielt hat. Dauerte auch gar nicht so lange. Eko Sami, der landet irgendwie dann beim Gieselmann und der knallt einfach ab, aber der trifft den Ball nicht. Der trudelt irgendwie in die Mitte. Und ja, Sobotka kann er zum 2-2 einfach ins leere Tor einschieben. 83. Rahman kam für Sami. Für mich so ein bisschen überraschend. Klar, Rahman, der muss spielen, wenn er wirklich 100% fit ist. Aber ich finde, Usami hat im Spiel auch wieder gezeigt, was für eine Klasse er hat und warum man ihn für die japanische Nationalmannschaft nominiert hat. Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn man Rahman auf der Bank hat, dann kann man ihn auch gerne mal einwechseln. 3-2, dann durch Borzek nach der Ecke. Wurde schon im Nachhinein gescherzt, dass der geschubst worden sein muss, sonst hätte er den nicht gemacht. Ich glaube, ich seit 4 Jahren kein Tor mehr für die Fortuna erzählt. Ja, das war, aber der stand halt, der wurde halt zu freigelassen. Der stand ja gefühlt nach der Ecke komplett allein. Ja, aber der stolpert den irgendwie einfach rein. Der kriegt, wird einfach angeschossen, der Ball fliegt rein. Das erinnert mich so an meine Tore aus der Kreisliga-Zeit. Ja, aber immerhin hat er ja sein Foulspiel vor dem Freistoßtor wieder gut gemacht, indem er halt im Tor geschossen hat. Fortuna hat sich ab der 57. Minute so ein bisschen mit der Leistung gesteigert tatsächlich. Also das Tor war wirklich so ein Motivationsschub. Hennings legt dann nach krasser Kopfvorlage auf Rahman, der alleine dann zum 4-2 und zum Endstand einschiebt. Ja, die Luft war danach raus, Micha. Stellt sich die Frage, Fortuna gewinnt 4-2 gegen Arminia Bielefeld. Fortuna ist eigentlich gesamt gesehen die bessere Mannschaft, obwohl zumindest in der ersten Hälfte so aussah, als wären da zwei auf Augenhöhe. Jetzt stellt sich mir die Frage, war das Spiel gut, war es schlecht? Was hat dich überrascht? Was ist dein Fazit? Meiner Meinung nach war es einfach das beste Spiel allgemein, was ich seit Jahren in der zweiten Liga gesehen habe, weil beide Mannschaften waren lange Zeit auf Augenhöhe und haben ein richtig geiles Spiel abgeliefert, so was halt fußballerisch und kämpferisch auf dem Platz, also haben die was Geiles auf den Platz gebracht, ohne dass es dann halt von Bielefeld, als sie gemerkt haben, Fortuna dreht auf, ohne dass es dann irgendwie dreckig wurde, sondern die haben den Kampf angenommen, aber halt leider verloren. Und ich muss sagen, das waren auch im Stadion, die Leute waren gehypt vom Spiel und dadurch, dass es jetzt wirklich auch gut aussieht. Und also es war wieder mal seit Jahren eine richtig überragende Stimmung auch im Stadion von den Fans her. Und das Spiel war cool und ich war froh, an dem Tag im Stadion gewesen zu sein. Ich tue mich mit dem Spiel eigentlich gar nicht so schwer. Fortuna gewinnt halt verdient und das Spiel war auch ausgeglichen, hast du gesagt, und ich bin eigentlich mit der Leistung zufrieden. Klar, man kann auch ein paar Patzer kann man noch abstellen und dann sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Aber wir haben ja so unannounced eigentlich Man of the Match und Salih seinen Tagpreis irgendwie begraben. Und ich würde ihn aber tatsächlich irgendwie nochmal auspacken für das Spiel, weil ich würde einfach sagen, Raphael Wolf, es war einfach nicht sein Tag, es war einfach ein grausames Spiel von ihm. Gehst du da mit oder sagst du einfach hier kotzen und weiterlaufen? Nee, das sehe ich auch so. Das war der Einzige in dem Spiel, der halt keine gute Leistung gebracht hat. Und deswegen gehe ich da vollkommen mit. Wie ihr das Spiel fandet oder ob ihr sagen würdet, Raphael Wolf, das war tatsächlich nicht sein bester Tag, schreibt es gerne mal in die Kommentare bei YouTube rein. Du lässt uns gerne auch auf Facebook, Twitter, in unseren Threads bzw. auf unseren Seiten davon erfahren. Ja, Micha, so ein bisschen fehlen einem auch die Worte, wenn man guckt, dass Fortuna tatsächlich 5 Nationalspieler hat. Ja, jetzt für die Länderspielpause wurden halt 5 Fortuna-Spieler nominiert. Haraguchi und Usami für Japan, Ayhan für die Türkei,
Neuhaus für die U21 und Lukoki für die U20. Als ich das gelesen habe, war ich tatsächlich überrascht, weil er zumindest in der zweiten Liga so nicht mehr zum Zuge kam bei der Fortuna. Aber der hat in der zweiten wohl öfter gespielt. Wenn ein Konkurrent halt Gieselmann ist, dann kann ich verstehen, dass der da jetzt nicht... Ja, aber der ist ja nicht mal im Kader, der ist einfach weg. Das liegt, glaube ich, auch am Funke, weil siehst du ja auch bei Bormut, dass er halt den Talenten keine Chance geben will. Die halt, die Talente, die halt gut sind, aber halt nicht überragend, so wie Rahman oder Neuhaus. Denkst du denn, dass Bormut wirklich so ohne Chance ist? Weil wir fanden ihn zumindest in den Spielen, die er gemacht hat, immer recht gut, recht ordentlich. Und ich finde auch, er macht seine Sache nicht schlechter als die, die sonst da sind. Weshalb mich das so ein bisschen zum Staunen gebracht hat, dass Bocek statt Bormut startete. Obwohl Bocek in den letzten Spielen eigentlich irgendwie immer so ein Unsicherheitsfaktor war. Der provozierte mal unnötige Foulspiele oder schlänzte die Bälle mal so weg, dass der Gegner weiter angreifen konnte. Kannst du das irgendwie erklären, was Friedhelm Funkel da denkt? Oder ist es einfach so, dass der Bocek aus irgendeinem Grund halt die Erfahrung mitbringt, wo es ja bekannt ist, dass Friedhelm Funkel darauf gerne setzt? Ja, wahrscheinlich einfach nur, weil Bocek halt die Erfahrung hat, deswegen setzt Funkel auf den. Weil ich war auch komplett überrascht, dass Bormut halt keine Chance gekriegt hat, so. Was sich halt jetzt auch erledigt hat, weil Bocek fürs nächste Spiel gesperrt ist. Deswegen wird dann wahrscheinlich Bormut seine Chance bekommen und dann auch zeigen, dass er auf jeden Fall zu Unrecht auf der Bank gesessen hat. Weil normalerweise, der hat mich ja überzeugt, das war letzte Saison, als er debütiert hat, schon. Da kommt ein junger Mann aufs Feld, der hat eine Körpersprache, als hätte der 20 Jahre bei Real Madrid Champions League gespielt. So tritt er auf, tatsächlich, auf den Platz und köpft da alles raus, was da kommt. Müssen wir noch was für eine Nationalmannschaft sagen eigentlich? Nö, ich glaube nicht. Ich habe nur halt hoffentlich, können sich alle gut präsentieren, beziehungsweise hoffentlich spielen alle gut. Und keiner verletzt sich so. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Jetzt kam so ein bisschen Diskussion auf zu Robert Schäfer und der Aktion Nazis raus aus den Stadien und Strich durch Vorurteile. Weil es keine politische Haltung ist, sondern einfach nur Grundwerte, die man haben muss oder zu denen der Verein steht. So steht es auch in der Vereinssatzung von Fortuna und in unserer DNA. Jetzt gab es aber tatsächlich auf Facebook, auf Twitter oder in anderen sozialen Medien Kritik gegen so Aktionen. Ich weiß, dass du ein Befürworter bist und wahrscheinlich den Schäfer für so Aussagen halt noch mehr feierst, als du es sowieso tust. Ja, eigentlich feiere ich den Schäfer ja nicht, aber jetzt zum Beispiel einerseits wegen der Aussage, dass es halt keine politische Haltung ist, sondern halt Grundwerte und auch was er letztes Mal zur 50+1-Regel gesagt hat, dass das halt auf jeden Fall das Fortuna das befürwortet. Das finde ich halt gute Aussagen und wer Fortuna halt wegen so Aktionen kritisiert, der kann auch gerne zu Hause bleiben und die Fresse halten. Wie mache ich jetzt die Überleitung, dass wir mit 53 Punkten den Punkterekord nach 27 Spielen aus der Aufstiegssaison eingestellt haben? Ja, was ich halt krass finde, ist, dass wir im Prinzip haben wir genauso viele Punkte wie damals, 2012, als wir aufgestiegen sind, nach 27 Spieltagen. Aber damals war man halt Dritter und hatte 5 beziehungsweise 6 Punkte Rückstand auf den Ersten und Zweiten. Ich glaube, das waren damals Fürth und Frankfurt. Wie gesagt, man war halt Dritter und hatte dann auf den 5. und 6. hatte man 2 und 3 Punkte Rückstand. Also man war praktisch, hatte richtig einen Aufstiegskampf noch, weil man vor einem, die vor einem waren eigentlich weg, weil im Prinzip war es dann nur noch ein Kampf um den Relegationsplatz. Und der 4. und 5. waren direkt dran. Und diese Saison ist es halt einfach so, dass man halt 7 Punkte Vorsprung auf den 2. hat. So, man hat 9 Punkte Vorsprung auf dem 3. und auf den 4. hat man sogar 13 Punkte Vorsprung. Und damit wollte ich eigentlich nur meine Aussage von vor ein paar Wochen unterstreichen, als ich halt gesagt habe, Fortuna ist nur Erster, weil der Rest bzw. die Konkurrenz halt scheiße ist. Weil Fortuna spielt halt nicht so eine dominante Saison, dass man eigentlich mit so vielen Punkten Vorsprung Erster sein müsste, sondern halt auch schon, ja, es könnte auch enger sein, wenn die Liga besser wäre. Ja, und zum Beispiel schlechter als Relegationsplatz kann es die Saison eigentlich nicht mehr werden, weil dafür müsste Jan Regensburg 5 Spiele mehr gewinnen als Fortuna Düsseldorf bei noch 7 Spielen und ich glaube, Jan Regensburg wird, selbst wenn Fortuna alle Spiele verliert, wird Jan Regensburg, glaube ich, keine 5 Spiele mehr gewinnen diese Saison. Und deswegen denke ich mal, man wird mindestens Dritter werden. Also wenn es scheiße läuft, wird man halt noch Dritter. Deswegen denke ich mal, mindestens aufs Relegationsspiel kann man sich schon mal freuen. Tabellenplatz 17 und Abstiegskampf heißt es für Darmstadt 98, auf die wir auswärts am Böllenfalltor treffen.
Als Absteiger droht den direkte Fall von der ersten in die dritte Liga. Micha, wie würdest du dich als Darmstadt-Fan fühlen? Weil als Fortuna-Fan kennt man die Situation eigentlich, durchgereicht zu werden, beziehungsweise nach einem Aufstieg direkt um Abstieg kämpfen zu müssen. Ja, ich würde behaupten, Darmstadt ist eigentlich in der Realität angekommen. Und die heißt halt Abstiegskampf zweite Liga. Und ja, erste Liga war schön, konnte man mal mitnehmen, aber jetzt wird sich zeigen, ob die jetzt die Klasse halten können oder ob die dann in die dritte Liga kommen. Ja, es wird sich zeigen und ich erwarte halt auch dementsprechend ein kampfbetontes Dreckspiel. Ich hoffe ja, dass Fortuna in diesem Spiel Darmstadt mit einem 2-0, 3-0 auswärts zurück in die Kabine schickt und dann kann man auch lächelnd nach Hause fahren. Das wäre so meine Hoffnung für das Spiel. Wie gesagt, Borzek ist nicht dabei, Gieselmann ist nicht dabei, beide mit der fünften gelben Karte. Vielleicht Bohn Schmitz als Ersatz. Beide waren mehr oder weniger außen vor. Hatten wir schon erwähnt. Hoffen wir mal, dass Fortuna da auftritt. Aber ein Verlust in Kaderstärke ist es nicht, oder? Nee, das auf gar keinen Fall. Ich fände es sogar noch besser, wenn man einfach mal Lukoki spielen lassen würde für Gieselmann. Aber das ist dann ein Experiment, was sich der Funkel wahrscheinlich nicht wagen wird. Der Funkel setzt halt, wie gesagt, gerne auf Leute mit Erfahrung und die etabliert sind. Und wenn er nicht muss, weil der Kader einfach zu klein ist, setzt er auch nicht auf junge Leute. Ich bin immer noch überrascht, dass er Davor Lovren regelmäßig einwechselt und spielen lässt. Ist für mich ja immer noch irgendwie eine Überraschung. Wahrscheinlich hat er einfach keinen, der auf der linken Seite spielen kann. Da bin ich auch überrascht, dass er Lovren die Chance gibt. Aber Lovren ist ja auch einer, der halt... Wir haben auch, glaube ich, nur für die Offensiv, für die Flügel haben wir Usami, Haraguchi, Rahman und Lovren. Diese vier haben wir. Und wenn halt zwei davon verletzt sind oder einer verletzt ist, rutscht er halt mehr oder weniger immer rein. Das ist halt, finde ich, ganz cool für ihn, weil man merkt an, dass er das Talent hat, aber er braucht Spielpraxis. Ja, das auf jeden Fall. Und irgendwie, ich habe aber leider im Gefühl, dass das ein 1-0 wird für Darmstadt. Ich weiß nicht, es ist so... Ich habe auch die Hoffnung, dass Fortuna das Ding einfach locker wuppt und dann einfach 2-0 gewinnt. Aber irgendwie sagt mir eine Stimme im Kopf so, na, das wird ein dreckiger 1-0-Sieg für Darmstadt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns wieder, wenn der nächste Spieltag gegen Darmstadt rum ist. Ich bin der Mo, Entwerpendribbler auf Twitter, der Michi ist @Schwensky8 auf Twitter. Danke, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal.